Ja, einen wunderschönen guten Tag beim Marcel CDC Blog. Heute mal Tabletop. Und zwar soll es um dieses schöne Teil hier gehen, nämlich das Bird. Wo steht's? Da, Metalog 2 in G10. Und wenn interessiert, was ich zu dem Teil zu sagen habe, der darf gerne dranbleiben. Ja, schön, dass du dabei geblieben bist. Wir packen das schicke Teil jetzt mal aus. Schon lange, lange in meinem Besitz, habe ich aber noch nie vorgestellt. Hier haben wir natürlich diese typische Bird-Verpackung, die natürlich aussieht wie eine Spyderco-Verpackung, nur halt mit dem anderen Logo. Ja, ansonsten ist da nichts Besonderes bei. Hier stehen noch mal ein paar wichtige Daten, nämlich One-Hand-Opening, Lanyard-Hole, Pocket-Clip und 8CR13 MOV. Ja. Das war's auch damit. Gucken wir uns das schöne Teil an. Ja, wir haben hier echt schicke G10 Griffschalen. Ja, im Gegensatz zu diesen normalen FRN Griffschalen, mit denen die Birds normalerweise kommen. Ja, dann das typische Bird Hole, was logischerweise originalgetreu hier reinpasst. Ja. Sehr, sehr coole Geschichte. Spidey Flick geht mit so einem Messer auch, aber ist halt etwas tricky. Sichere Variante ist aber mit dem Daumen. Damit geht es auf jeden Fall auf. Ja. Verriegelt sicher via hier Backlog. Zack. Ganz klassisches Backlog-Folderchen. Da kann man dann natürlich hier auch so ein bisschen abfeilen, dann geht das den Slip Joint und so. Ja, hier steht dann nochmal Bird 8CR13 MOV drauf. Wir haben einen hochgezogenen Flachschliff, schön fein auslaufende Spitze im ja, typischen Leaf Design, ja, also dieses Blätterdesign, was Spiders Co. so gerne benutzt, ja, und da Bird natürlich eine hundertprozentige Tochterfirma ist, ja, haben wir da natürlich entsprechend, ja, eine ähnliche Form. So, der Clip, was mir besonders gut gefällt, ist hier auf allen vier Seiten umsetzbar. Das heißt, Tip Down, Tip Up, Rechts- und Linkshänder, ja. Wunderschön, passt absolut gut. Das Lanyard Hole ist an der Stelle irgendwie, ja, Dislike, so. Also erstens viel zu klein meiner Ansicht nach, aber ich benutze die Dinger eh nicht. Ja, was macht das Ding jetzt so besonders? Eigentlich ist es ja nur ein Bird. Ja, gut. Es liegt sehr, sehr gut in der Hand. Ja, auch also ich mit meinen großen Pranken. Habe hier mehr als genug Platz. Wir haben hier natürlich diesen gewohnten Foregrip, ja, um damit entsprechend zu arbeiten. Hier steht nochmal das Land, wo es hergestellt wird, in China. Ja. So, also von der Bedienbarkeit her, na, ein Hand offen. Aber zwei Hand zu. Also zumachen ist tatsächlich einfacher, wenn man das so macht. Aber lässt sich halt super mit einer Hand öffnen. Verriegelt natürlich, deswegen ist es nischt 42A konform. Was hier bei dem Messer einfach besonders ist, finde ich, ist hier diese, ja, dieser Backspacer im hinteren Bereich. Im vorderen ist es ja der Backlog, ja. Das Metall, wo hier drunter dann entsprechend die Feder gespannt ist. Aber hier im hinteren Teil haben wir einen Backspacer, der aus Stainless Steel ist, mit diesen Einlässen da drin. Und das macht natürlich eine richtig coole Optik. Ne? Ein kleiner Unterschied zu diesen normalen FRN-Griffschalen. Ja. Wenn man hier jetzt mal so reinguckt, ist da auch ein
fast gar keiner Stelle irgendwie eine Aussparung, so wie ich das sehe, aber wir sind ja flexibel. Wir gucken einfach mal mit einer Lampe da rein. Ja, ah doch, da sind welche. Da sind Aussparungen. Auf der Seite auch. Ja. Also auch das ist gegeben. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet. Ja. Ganz, ganz schickes Teil. Soll nur eine kleine Vorstellung sein. Ich denke, so ein paar Minuten über dieses Messer reichen auch vollkommen. Da muss man keine Geschichten erzählen und weiß ich nicht, irgendwie was tun. Ja, zu Bird allgemein, also ich finde, die Verarbeitungsqualität dieser Messer ist für das Low-Budget-Bereichs, ja, wo diese Messer halt angesiedelt sind, doch schon ziemlich gut. Der 8CR13 MOV ist wirklich gut gehärtet. Das heißt, da habt ihr auch keinen Stress mit irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also nachschärfen muss man das wirklich echt, echt wenig. Ich habe das Bird Tern, was ja so das Pendant zum UKPK ist eigentlich. Aus der Bird-Serie. Ja. Ja. Und das habe ich schon lange, lange. Und man kriegt die ruckzuck mit so einem Victorinox Dualschärfer wieder auf eine schöne Rasiermesserschärfe. Ja, und das hält sich auch relativ lange. So. Lange kein Tabletop mehr gemacht. Sagt mir, was haltet ihr von dem Messer? Wie seht ihr das? Was habt ihr lieber? Habt ihr lieber so ein originales Spyderco oder findet ihr diese Bird-Teile besser? Also ich persönlich mag beide sehr. Gerade im EDC-Bereich, ich sag jetzt mal, wenn man damit irgendwie auf der Arbeit unterwegs ist, dann hat man ein super brauchbares Messer und muss kein 200-Euro-Messer da missbrauchen für irgendwelche Hi-Yo-Pai-Sachen. Ne? Ich meine, natürlich kann man das nicht mit so einem Jürgen Schanz hier vergleichen. Was gerade übrigens noch benutzt wurde, deswegen ist es ein bisschen feucht. Ja. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer hier mit Titan, Liner, Lock und all so ein Pipapo. Ne? Ja. So, nun aber Schluss. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen geilen Tag. Schreibt mal einen Kommentar, welches Messer ihr besser findet oder welche Messer ihr besser findet, die von Bird oder die von Spyderco. Ja, oder was ihr generell von dem Messer haltet. Ansonsten, wer noch nicht dabei war, gerne den Abo-Button drücken. Ich wünsche euch, ach, habe ich schon gesagt, einen schönen Tag. Haha, ja gut, okay. Genug gequasselt. Adios und tschö.